triff einen gegnerischen Panzer mit deiner Pistole. Und hier brauchen wir natürlich erstmal eine Pistole, ist vollkommen klar. Die könntet ihr bei einem NPC kaufen. Schattentat zum Beispiel ist eine coole Pistole. Aber ich glaube, der Aufriss wäre zu groß. Also ich bin jetzt hier schon im Anflug auf Rocky Reels, ihr seht es schon. Und werde mir da jetzt in irgendeiner Kiste, in irgendeinem Loot eine Pistole klar machen. Hoffe ich zumindest, das ist der Plan. Und werde dann auf den Panzer, ihr seht ihn da hinten schon, schießen, der da von der IO gesteuert wird. Ja, den habe ich mir sozusagen vorgenommen. Genauso würde ich es euch auch empfehlen. Ich gucke jetzt mal mit ein bisschen Glück. Tatsächlich finden wir hier schon eine Pistole. Seht mal hier, zack, zack, die habe ich mir schon geschnappt. Es ist tatsächlich ein Revolver, also etwas stärker. Wir können uns trotzdem auch gerne nochmal umgucken. Hier, vielleicht habt ihr auch einen Waffenautomaten, damit Glück. Ich kaufe mir jetzt einfach eine. Okay, das könnt ihr natürlich auch machen. Ein bisschen Munition, weil wir sollen ja 200 Schaden an der Zahl verursachen. Und dann gehen wir direkt auf die Jagd. Wo ist der Panzer? Und verursachen Schaden. Wichtig ist aber, wir müssen dabei geduckt sein. Und schaut mal, die Schüsse bringen mir jeweils 27. Ich habe also sehr, sehr... Mit 10 Schuss habe ich im Prinzip das ganze Ding schon geschafft. Also da bin ich ganz optimistisch. Das kriegt ihr auch sehr, sehr schnell hin. Hier kannst du also mit dieser Pistole wirklich viel verursachen. Schaut mal hier. Zack, 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 zack. Ich markiere euch gleich den Place nochmal, aber ich glaube, den kennt ihr ja. Komm, der muss jetzt noch sein. Dann ist der draußen. Aber wichtig ist, dass der Panzer natürlich auch gesteuert wird. Jetzt sitzt der nächste Kollege drin. Aber schaut mal hier, ich bin geduckt direkt von dem Panzer. Ich habe jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 700, 800 Schaden gemacht. Das ist absolut kein Problem. Gerade wenn ihr näher rangeht, dann habt ihr ja eigentlich gar kein Problem, weil der Panzer kann euch nicht treffen. Also, ich markiere es euch nochmal. Ich war jetzt hier bei Rocky Wheels, habe mir hier direkt eine Pistole gekauft. Aber der Waffenautomat kann bei euch natürlich auch was anderes hergeben. Es kann ja sein, dass es eine Schrotflinte da gibt oder ein Heilautomat ist. War jetzt ein bisschen Glück. Hier haben wir noch einen Waffenautomaten, wenn ihr zwei sucht. Ansonsten findet ihr in den ganzen Kisten, die hier rumliegen, bestimmt eine Pistole. Schnappt euch die, seid geduckt, krabbelt da ran, genau wie ihr es jetzt hier bei mir seht, und dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Alright, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal an dieser Stelle von mir für diese Lösung. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Aufgaben und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao.